Natürlich begrüße ich euch auch alle sehr herzlich. Ich freue mich auch, dass so viele gekommen sind. Es ist auch ein wirklich gemischtes Publikum, was natürlich für mich sehr begrüßenswert ist. Ich bitte natürlich jetzt Adil und Lucelle auch hierher, damit wir die Diskussion beginnen können. Genau. Und wir müssen dann ja von uns handeln. Was ist los? Also ich möchte erstmal meine Frage an Adil stellen. Und zwar fragen, weil er eben der Produzent ist. Das Mikro ist vielleicht nicht an. Ist es nicht an? Aha, jetzt hört man mich besser. Super. Ich glaube nicht, dass ich neu beginnen muss. Ihr habt mich bestimmt gehört da hinten, oder? Okay, super. Also als erstes möchte ich den Film betreffend meine Fragen an Adil stellen. Und zwar würde mich sehr interessieren, wie er dazu gekommen ist, einen Film, also Exil oder Gefängnis, zu drehen. Ob das was mit seiner persönlichen Erfahrung zu tun hat. Und welche Message wollte er eigentlich? Ich denke, Ziel ist eher das deutsche Publikum, weil wir, also auch selbst ich, wir sind alle betroffen. Also wir Menschen, die aus der Türkei hergekommen sind, wir sind Betroffene. Wir kennen die Situation. Ich nehme an, dass Adil eher die Europäer ansprechen wollte, aber ich würde sagen, ich lasse ihn mal sprechen, was seine Beweggründe waren und was für eine Message er uns geben möchte. Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung nach Stuttgart. Genau, also es gab für mich wirklich zwei Bewegungspunkte, die halt mich zum Film geführt haben. Der Hauptpunkt war, als Ülkü Karatekin, der abgesetzte Bürgermeister von Diyarbakır, mein Onkel ist, und 2020 er eigentlich die Türkei verlassen musste, weil er halt 9 Jahre Haft drohten und er in Griechenland war und wir dann halt aus Köln geschaut haben, wie wir ihn vielleicht rüber nach Deutschland holen können. So, und so entstand eigentlich auch die Idee, wo wir halt dann zusammen auch mit verschiedenen Vertretern der Politik noch im Rathaus und zusammen kamen. Und so entstand die Idee vom Film, und da habe ich ja von Sheriff Cicek und Onur Güler, die auch in Köln leben, dann gemeinsam dann dieses Filmprojekt dann entwickelt. Und genau, er lebt mittlerweile in Österreich, in Wien. So entstand so die Idee und halt auch meine eigene persönliche Geschichte. 2018 wurde ich bei der Einreise in die Türkei, nicht bei der Einreise, aber halt, wo ich in der Türkei war, verhaftet und kam 10 Monate ins Gefängnis in Silivri. Das war die Zeit des Ausnahmezustandes noch, 2016 bis 2018. Und so hatte ich auch selbst auch die persönliche Erfahrung, auch im Gefängnis zu sein, und halt durch die starke Öffentlichkeit aus Köln und aus Deutschland kam ich dann auch frei und konnte wieder zurückkehren. Und führen halt weiterhin in Köln, haben wir den Verein Stimmen der Solidarität, Mahnwache Köln, gegründet, wo wir uns für deutsche Staatsbürger, die in der Türkei in Haft sind, halt mit einer Ausreisesperre festsitzen, uns einsetzen, aber auch für Journalisten, Politiker, Akademiker, die in der Türkei wirklich seit Jahren jetzt im Gefängnis sind und die Repression spüren. Und so entstand eigentlich nur die Idee aus dem Film. Okay. Danke erstmal, aber mich würde es auch interessieren, du hast jetzt diesen Film als Produzent ja mit sozusagen entstehen lassen. Mit was für Schwierigkeiten habt ihr dann kämpfen müssen? Das eine, die andere Frage ist mir gerade auch eingefallen, wenn man Produzent von so einem Film ist, glaubst du, dass du je wieder in die Türkei einreisen darfst? Ich kann mir gut vorstellen, dass dich wieder andere Auflagen erwarten werden und wie du damit umgehen möchtest. Ich weiß ja nicht, ob deine Prozesse ja schon beendet sind in der Türkei. Zu den Prozessen, also der Prozess läuft weiterhin, also seit 2018, und es ist jetzt schon 4,5 Jahre her, ist es halt ein Sammelprozess von insgesamt 22 Personen gewesen. Zum Glück ist keiner von denen in Haft, aber es ist wirklich, wenn man das auf die Jahre hinaus zögert, damit man den Druck auf die Personen, auf die Leute, die auch vor allem drüben leben, weil die meisten sind auch dort, auch dann hält, weil die Gefahr für sie besteht immerhin, weiterhin dann ins Gefängnis zu kommen. Beim Film war es natürlich halt sehr, also bei uns waren halt, wir haben Dreharbeiten in der Schweiz, vielleicht andere lebt in Bern in der Schweiz, mein Onkel in Österreich,
und nur selten Euskirchen. Natürlich die Dreharbeiten, das war halt wirklich die Corona-Phase, wo wir also wirklich auch Probleme hatten bei Dreharbeiten. Das war halt vielleicht so eine der Schwierigkeiten. Aber wir arbeiten gerade auch einen Folgefilm, das kann ich auch jetzt auch verkünden, weil wir gerade auch in Dreharbeiten dabei sind. Es wird einen Folgefilm dazu geben, wo wir halt über die Geschichte von Aysel Turuk, Figenik Sektar, Gülten Kşanak, die gewählten Politiker, die mittlerweile sechs Jahren im Gefängnis sind, auch ihre Geschichte erzählen. Da sind wir gerade in Dreharbeiten und würden es auch dann wahrscheinlich bis im Frühling dann auch fertig kriegen. Danke, Adil, vorerst mal. Ich möchte mich jetzt an Nurzel Aylan wenden. Wir werden natürlich, das heißt, ich werde die Fragen in Türkisch stellen und ich mache natürlich auch die Übersetzung dazu. Nurzel werde ich natürlich mehr politische Fragen stellen. Sie ist ja die Politikerin, die leider ins Exil musste. Sevgili Nurzel, senden öğrenmek istediğimiz tabii önce de seni de selamlıyorum. Sen de çok hoş geldin. Öncelikle bilmek istediğim seninle alakalı tabii işte daha önce konuşmuştuk defalarca senin için sürgünün ne kadar zor olduğunu aslında hani sürgün bir şeyleri geride bırakıp tamamen yeni bir şeye başlamak anlamına da geliyor bir yerde arzusu dışında tabii insanın biraz kendini ülkedeki yaşamını ve buraya geldiklerini geldikten sonra neler yaşadıklarını anlatmak ister misin öncelikle? Ya da neden, hani hangi sebepten kaçmak zorunda kaldın? Onu da bilmek isterdim. Also ich habe Sie gefragt, was der Grund dafür war, dass Sie ins Exil gehen musste. Natürlich weiß jeder hier im Raum, warum. Aber wir würden es gerne von ihr hören, aus welchem Grund Sie alles in Ihrem Land verlassen und hierher kommen musste. Weil Exil bedeutet auch, für Menschen etwas hinter sich lassen, das heißt das bisherige Leben hinter sich lassen und das nicht freiwillig, sondern zwangsläufig und sich einem etwas Neuen sozusagen widmen müssen. Und von ihr würde ich gerne wissen, wie sich das so abgespielt hat, dass sie herkommen musste. Also sie hat mir vorher eigentlich eine Vorlage geschickt. Nur vielleicht dazu, wenn sie eine Rede macht, zu übertreiben, damit sie die Zeit einhält, haben wir mit ihr fest vereinbart, dass sie, so, damit sie im Raum bleiben kann, mir eine Vorlage schickt und wir das einfach gemeinsam hier veranstalten. Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar, öncelikle hepinizi en içten duygularımla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Liebe Freunde, liebe Genossen, als erstes möchte ich euch alle herzlich begrüßen. Bugün burada sizlerle birlikte bulunmanın memnuniyetini ve sevincini yaşıyorum. Çünkü sürgünde bir kişi için en ağır şey yalnız kalmak, dostsuz, arkadaşsız kalmak, yalnızlık duygusunu yaşamaktır. Bu duyguyu sizler ve sizler gibi dostlar ve arkadaşlar sayesinde hiç yaşamadım neredeyse. Hepinize minnettarım. Ich freue mich und teile meine Zufriedenheit heute hier bei euch zu sein. Denn das Schlimmste für einen Menschen im Exil ist es, ohne Freunde freudlos zu sein, das Gefühl des Alleinseins ertragen zu müssen. Ich habe dank euch, meinen Freunden und Kollegen, dieses Gefühl nicht erleben müssen. Dafür danke ich euch allen herzlich. Ben ve benim gibi yüzlerce HDP'li siyasetçi arkadaşım, Türkiye'deki AKP-MHP faşist rejiminin, Erdoğan diktatörlüğünün hukuksuz yargılamaları, tutuklamaları nedeniyle Avrupa'ya gelmek ve burada sürgünde yaşamak zorunda kaldık. Ich und hunderte meiner HDP-Kollegen, Freunde, mussten wegen der rechtswidrigen Prozesse und Verhaftungen des faschistischen AKP-MHP-Regimes in der Türkei, der Erdogan-Diktatur, nach Europa fliehen und hier im Exil leben. Die aktuelle Situation in unserem Land ist für HDP-Mitglieder, linkssozialistische Kräfte, Revolutionäre und alle Gegner schlimmer geworden. Ülkemizde şu andaki durum, biz HDP'liler, sol ve sosyalist güçler, devrimciler ve
tüm muhalifler için daha da kötüdür. Diktatör Erdoğan, iktidarının devamını HDP'nin ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin tasfiye ve imha edilmesine bağlamıştır. Also wie schon vorhin gesagt, hat sich die Situation für uns Demokraten, linksgerichtete Menschen und revolutionäre Kräfte sehr stark verschlimmert. Der Diktator Erdogan verbindet die Fortsetzung seiner Herrschaft mit der Liquidierung und Zerstörung der HDP und der kurdischen Freiheitsbewegung. Bu nedenle bir taraftan HDP'lilere yönelik haksız ve hukuksuz tutuklamalar devam ederken, diğer yandan Erdoğan'ın talimatıyla HDP'ye kapatma davası açılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 5-6 ay sonra yapılacak genel seçimlere az bir zaman kala HDP'yi kapatma ihtimali yüksektir. Erdoğan böylece kapatılmış HDP'nin oylarının bir kısmının kendisine geleceği hesabını yapmaktadır. Ama Erdoğan'ın olası hamlelerine karşı HDP olarak tedbirlerimiz vardır. Aus diesem Grund kam es zu einem unrechten und rechtswidrigen Verhaftungen von HDP-Mitgliedern und gleichzeitig wurde auf Anweisung Erdogans ein Schließungsverfahren gegen die HDP eröffnet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Verfassungsgericht die Partei HDP kurz vor den Parlamentswahlen, die in 5 bis 6 Monaten stattfinden werden, schließen. Erdogan rechnet natürlich damit, dass er einen Teil der Stimmen der geschlossenen HDP bekommen wird. Aber als HDPler haben wir bereits die notwendigen Maßnahmen gegen Erdogans Vorhaben unternommen. Seçime girebileceğimiz bir parti hazırdır. Yani Erdoğan, HDP'nin kapatılmasından umduğunu bulamayacaktır. Üçüncü yol, üçüncü çizgiyi benimseyen partimiz HDP, 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi taktiksel yaklaşımlarla Erdoğan iktidarına bu seçimleri de kaybettirecektir. Wir haben bereits eine Partei vorbereitet, mit der wir zu den Wahlen antreten werden. Mit anderen Worten, Erdogan wird von der Schließung der HDP nichts bekommen, was er sich so erhofft hat. Unsere Partei, die HDP, die dritte Linie einschlägt, wird Erdogan und seine Regierung mit taktischen Ansätzen dazu bringen, diese Wahlen zu verlieren, wie bei den Kommunalwahlen 2019. Dafür setzen wir unseren Kampf überall fort und werden auch weiterhin dieses tun. Es ist eine revolutionäre Aufgabe, die AKP-MHP, die uns so viel Schmerz und Leid zugefügt hat, zur Rechenschaft zu ziehen. Solange wir leben, werden wir nie vergessen und uns, was uns angetan wurde. Sorry. Bunun için mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bizlere bu kadar acıları, üzüntüleri yaşatan AKP'den ve HDP'den hep hesap sormak devrimci bir görevdir. Yaşadığımız müddetçe bize yaşatılanları asla unutmayacağız. Onu ben çevirmiştim. Neyse. Demiş, tamam. Evet. Oldu. Türkiye'de AKP-MHP faşist iktidarı diğer yandan Kürt gerillasını tasfiye etmek için de son 1,5 yıldır kimyasal silah kullanımı başta olmak üzere her yöntemi denemektedir. İstediği başarıyı elde edemediği, gerillayı imha edemediği de açıktır. Bu nedenle Rojava'ya saldırmakta Kürtlerin kazanımlarını yok ederek işgal ettiği kentlerle DAEŞ ile komşu olmayı hedeflemektedir. Die faschistische AKP-MHP-Regierung in der Türkei versucht seit 1,5 Jahren jede Methode, um die kurdische Guerilla zu eliminieren. Einschließlich mit dem Einsatz von chemischen Waffen, das es nicht geschafft hat, die Guerilla zu besiegen, ist offensichtlich. Aus diesem Grund greift sie nun Rojava an und zielt darauf ab. Rojava'ya yönelik hava operasyonlarından sonuç alamayan faşist iktidar kara operasyonu hazırlığı yapmaktadır. Fakat ne yaparsa yapsın, dünya halklarının dayanışmasıyla özgürleşen Kobani ve Rojava'ya yönelik saldırılardan sonuç alamayacaktır. Rojava'da kadın öncülüğünde inşa edilen devrim mutlaka başarıya ulaşacaktır. Jinjiyan Azadi sloganı bugün evrenselleşmiş, İran'da devam eden devrimin de sloganı olmuştur. Tabii ki Rojava'ya özgürlük devriminin bu noktaya gelişinde siz internasyonel dostların ve sosyalistlerin
büyük emeğin katkısı ve dayanışması vardır. Kürt halkının bir temsilcisi olarak hepinize bu anlamda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Die faschistische Regierung, die keine Ergebnisse aus den Luftoperationen erzielen konnte, versucht natürlich nun mit Bodentruppen in das Land einzumarschieren. Aber egal, was sie auch unternehmen sollte, sie wird nicht in der Lage sein, aus den Angriffen auf Kobane und Rojava, die mit der Solidarität der Völker der Welt, befreit wurden, Ergebnisse zu erzielen. Die von Frauen angeführte Revolution in Rojava wird weiterhin erfolgreich sein. Der Slogan Jinjian Azadi ist heute universell geworden und auch in Iran ist dieser Slogan für die laufenden Revolution ein Symbol für den Aufstand geworden. Natürlich habt ihr internationalen Freunde und Sozialisten in der Freiheitsrevolution von Rojava mit euren großen Anstrengungen, Beiträgen und Solidarität einen großen Beitrag dazu geleistet, sodass Rojava den heutigen Stand erreichen konnte. Als Vertreterin des kurdischen Volkes spreche ich Ihnen allen unseren unendlichen Dank aus. Kürt sorununda çözüm ve barışın tek adresi olan Sayın Abdullah Öcalan 24 yıldır tecrit altındadır. Son 21 yıl aydır da ne ailesi ne de avukatları ile görüştürülmüyor. Mutlak bir tecrit uygulanmasının nedeni çözümsüzlük ve savaş politikalarında ısrar edilmesidir. Ama demokratik çözüm tek gerçekçi yoldur. Er ya da geç bu yola girilecektir. Çözüm ile birlikte Sayın Öcalan ve tüm devrimci tutsaklar da özgür olacaktır. Bu vesileyle şu anda cezaevlerindeki tüm devrimci tutsakları da selamlıyorum. Herr Öcalan ist die einzige Adresse bzw. Ansprechperson für eine Lösung Frieden im Kurdenproblem. Er befindet sich seit 24 Jahren in der Isolationshaft. In den letzten 21 Monaten durfte er weder seine Familie noch seine Anwälte sprechen oder sehen. Der Grund für die Umsetzung einer absoluten Isolation ist das Beharren auf der Politik der Nichtlösung und des Krieges. Aber die demokratische Lösung ist der einzige Weg, den wir eingehen sollten. Früher oder später muss dieser Weg eingeschlagen werden. Mit der Lösung werden Herr Öcalan und alle revolutionären Gefangenen frei sein. Hiermit grüße ich alle revolutionären Gefangenen, die sich derzeit in den Gefängnissen befinden. Değerli konuklar, 4 Kasım 2016 tarihinde eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklandım. Silivri cezaevinde tecrit koşullarında tutuldum. 6 ay sonra tahliye edildi. Ama 2 gün sonra Diyarbakır Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkımda tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Liebe Gäste, am 4. November 2016 wurde ich zusammen mit unseren Co-Vorsitzenden Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ verhaftet. Ich wurde in Silivri Haftanstalt, das ist eine Haftanstalt, wo politische Gefangene festgehalten werden, unter Isolationsbedingungen festgehalten und nach 6 Monaten entlassen. Aber 2 Tage nach meiner Entlassung wurde ich auf Einspruch des Generalstaatsanwaltschafts von Diyarbakır wieder, wurde gegen mich wieder ein Haftbefehl auferlegt. Hakkımda tutuklama kararı çıktığında daha Türkiye'deydim. Televizyonda hakkımda çıkarılan tutuklama kararı haberlerini izlerken şöyle düşündüm. Faşizmin eline bir kere düşülür. Bir sosyalist ve devrimci olarak faşizmin hapishanelerinde zulüm altında yaşayacağıma sürgünde Kürt halkı ve dostlarımızla bu mücadeleyi sürdürmenin daha doğru olacağını düşündüm. Als gegen mich der Haftbefehl ausgestellt wurde, war ich noch in der Türkei. Als ich in den Fernsehnachrichten über den Haftbefehl, der gegen mich erlassen wurde, erfuhr, dachte ich für mich, dem Faschismus fällt man nur einmal in die Hände. Also als Sozialistin und Revolutionärin dachte ich, anstatt unter Unterdrückung in den Gefängnissen des Faschismus zu leben,
wäre es besser, diesen Kampf im Exil mit dem kurdischen Volk und unseren Freunden fortzusetzen. Öyle de yaptım, düşündüğümü yaptım. Ama 60 yaşındaydım ve yasa dışı yollardan sürgüne gelmek, ardından çocuğunu, sevdiklerini, dostlarını bırakmak zordur. Ama bizden önce özgürlük, sosyalizm, demokrasi mücadelesini sürdürenler de sürgünü yaşadılar. Also tat ich es, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ich war 60 Jahre alt und es ist sehr, sehr schwierig, in diesem Alter illegal ins Exil zu gehen, seine Kinder, Lieben und Freunde zurückzulassen. Aber auch andere... Değerli arkadaşlar, tarihi bilmeyen geleceğini kuramaz. Ben de tarihimizdeki Lenin gibi sürgünden gelip Ekim devrimini yapan büyük devrimcilerin yaşamlarından güç aldım. Belgeselin ismindeki gibi sürgün ya da cezaevi seçeneğinden sürgünü seçtim. Liebe Freunde, wer seine eigene Geschichte nicht kennt, kann auch seine Zukunft nicht aufbauen. Ich habe Kraft aus dem Leben der großen Revolutionäre unseres Landes gezogen, die wie Lenin aus dem Exil zurückgekehrt sind und die Oktoberrevolution verwirklicht haben. Wie der Titel des Dokumentarfilms schon sagt, entschied ich mich für das Exil, aus der Option Exil oder Gefängnis. Evet, burada ülkemi, ailemi, kızımı, arkadaşlarımı, dostlarımı özlüyorum. Ama sürgüne gelmeye karar vermek de bir anlamda faşizme meydan okumaktır. Böyle düşünüyorum ve burada faşizmden kurtulmak için mücadelemizi Kürt halkıyla ve sizler gibi değerli dostlarla birlikte sürdürüyorum. Özellikle mücadelemizde dostlarımızı yanımızda görmek bizlere büyük bir moral ve güç veriyor. Yaşasın internasyonel dayanışma diyorum. Hepinize katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ja, ich vermisse hier sehr mein Land, meine Tochter, meine Familie und meine Freunde. Aber sich dafür zu entscheiden, ins Exil zu gehen, bedeutet für mich, den Faschismus herauszufordern. Ich denke schon, und hier setze ich unseren Kampf fort, um den Faschismus zusammen mit dem kurdischen Volk und wertvollen Freunden wie Ihnen allen loszuwerden. Besonders unsere Freunde in unserem Kampf an unserer Seite zu sehen, gibt uns eine große Moral und viel Kraft. Es lebe die internationale Solidarität. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Teilnahme. Rosa Luxemburg Vakfı'na da ben ve sürgündeki bütün arkadaşlarımızın adına da çok teşekkür ediyorum. Natürlich bedanke mich auch beim Rosa Luxemburg Stiftung dafür, dass sie es ermöglicht haben im Namen von mir und meinen Freunden. Sözler bazen kalıcıdır ama belge geçicidir ama belgesel kalıcı olacak. Gerçekten de bizim gerçekliğimizi, yaşadıklarımızı anlatma açısından bizim mücadelemize çok büyük bir katkı sundu Rosa Luxemburg Vakfı ve son zamanlarda sürdürülen bir mahkemede yaşadıklarımızla ilgili bu belgesel kanıt olarak sunulacak. O açıdan da bizim için gayet iyi oldu. Teşekkürler. Also Wörter können vergessen werden, aber so ein Dokumentarfilm kann ewig bleiben. Aus diesem Grund bedanke ich mich auch sehr beim Rosa Luxemburg Stiftung, denn in diesem Film konnten wir sehr gut rüberbringen, was wir so empfinden, was wir so mitgemacht haben. Außerdem ermöglicht uns dieser Film auch uns bei unserer Verteidigung vor Gericht besser zu verteidigen. Wir werden es als auch Beweismittel einsetzen. In Brüssel, ne? In Brüssel war es, glaube ich. Ja, ja. Auch in Brüssel, im Europäischen Parlament wurde der Film. Wird der Film sozusagen gezeigt. Ja, ja. Das Publikum, also als Publikum dürft ihr natürlich auch Fragen stellen, aber wollt ihr noch kurz ein Statement abgeben, bevor ich das Publikum sozusagen Fragen freigebe? Okay, also ihr könnt gerne Fragen an die beiden stellen. Okay.
Dann gebe ich das Mikrofon an Filippo weiter, weil... Wolltest du nicht auch ein Mikrofon? Kommt doch eine Frage? Ja.